Ein freundliches Hallöchen zurück bei Minecraft. Freitagsfolge, wenn ich recht rechne. Vielleicht rechne ich auch links. Ich habe auch keine Steine hier. Boah, es ist nicht. Nee, boah, es ist nicht. Ich hadere nach wie vor mit mir. Ich sag's immer wieder. Es tut mir auch wirklich leid. Also ich muss jetzt echt sehen, langsam mal, dass ich hier fertig werde. Ich kann nicht mehr. Du, das ist also langsam. Es ist. Ich hab so jetzt die letzten Aufnahmen trotzdem irgendwie immer schon Spaß gehabt und glaube auch mal wieder ein bisschen lustig, fröhlicher gewesen zu sein, aber. Moment ist das hier echt alles so. Minecraft hat auch mittlerweile, glaube ich, im Allgemeinen so ein bisschen seine Zeit hinter sich. Also Minecraft war lange Zeit das Spiel überhaupt. Und aber ja, die Minecraft-Zeiten scheinen mir langsam zu Ende zu gehen. Ist auch ein bisschen schade für die Kollegen von UpGates mit ihrem AIDA-Projekt, denn das könnte eigentlich längst fertig sein, wären sie mal dran geblieben. Sind sie aber natürlich nicht. Sie hätten dieses Minecraft AIDA-Projekt schön durchziehen können in einer Zeit, wo Minecraft wirklich noch im großen Interesse lag. Ja, aber jetzt ist dieses Projekt auch lange noch nicht fertig und mittlerweile, ich merke das auch hier bei meinem Bauprojekt, das interessiert jetzt eigentlich so langsam keinen mehr oder weniger. Wenn sich jemand irgendwelche Minecraft-Let's Plays anguckt, liegt das eigentlich in erster Linie, denke ich mal, an demjenigen, der es macht. Weil man vielleicht so seinen Lieblings-Let's Player hat, dem er gerne zuhört und zuschaut. Ich bin da mittlerweile ein bisschen raus zugegeben. Das liegt einfach daran, dass ich selber zu viel Minecraft um die Ohren habe, wenn man so will. Sag mal, ich bin heute zu blöd, meine Tasten zu treffen. Ja. Wenn man halt selber die ganze Zeit, und das ist halt. Ich war anfangs Minecraft-technisch sehr euphorisch. Auch so also die ersten 2, 3 Jahre. Was ist denn heute mit der Musik? Was ist die denn so penetrant heute? Ja, was ist die denn so penetrant? Da muss ich ja ins Mikro. Ja, du scheiß Huhn! Schön abgelegt. Das passt ja. Ja, euphorisch. Und dann mit den Minecraft Best-Offs, wo ich anfangs noch schnell hinterher war. Und dann habe ich gedacht, auch dieses. Ja, hör, halt mal die Schnauze jetzt, ich moderiere hier, ja? Aus! Danke. Meine Herren. Ja, und dann ist das Mindspeed, also so der Minecraft für Eilige und so, aber mittlerweile kommt mich da mit allem nicht mehr hinterher. Ach, da kommt direkt das zweite schöne Assassin's Creed-Stück. Passend zu dem von letzter Folge. Nice. So. Mein Handy blinkt schon wieder. Wer drückt denn jetzt hier auf E? Mein Handy blinkt in Musikfarbe. Ach ja, das ist ja Absicht. Was wollen denn die Musikerkollegen schon wieder? Ja, ich habe Musikerkollegen, wer hätte es gedacht? Ich bin halt auch. Es sieht so albern aus.
Ich bin ja auch ein Rhythmiker und natürlich hat ein Rhythmiker auch ein, zwei Melodiker und natürlich auch einen Vokalisten. Ich bin jetzt gerade wieder irgendwas am Schreiben. Geht es um das aktuelle Krankheitsbild oder hat gerade wieder irgendjemand ein völlig bescheuertes Bild irgendwo gefunden? Das lässt sich leicht herausfinden. Es ist ein U-Tubeling. Du Scheiße. Ein YouTube-Link von Metallica, die Marmor, Stein und Eisenbricht spielen. Warum auch nicht, ne? Geh du mal weg, Schaf. Uns wäscht eingemauert. Ja, wäscht eingemauert. Geh. Gehst heut. Aber gehst halt weg, go. Ja, und morgen wach mischt jetzt gar nicht um. Umblöken. Aue haben wir mittlerweile auch lange nicht mehr gespielt. Das haben wir uns ein bisschen kaputt gemacht. Gab eine schöne, coole Mod. Weiß nicht, habe ich die eigentlich als. Ne, die habe ich. Achso, die hatte ich nie aufgenommen, weil diese Mod fürchterliche Performance-Probleme verursacht hat immer wieder. Deswegen habe ich das nie gemacht, sonst wäre das eigentlich durchaus mal interessant gewesen, denn diese Mod an sich ist eigentlich ganz cool. Ja, nur hab ich zum Beispiel, da weiß ich, ob ich der Einzige bin oder andere auch, diese Möglichkeit, diese Mod irgendwie separat nochmal als eigenes Spiel komplett zu installieren oder sie einfach über das Original drüber zu installieren. Und ja, ich hatte mir gedacht, komm, du kannst da drüber installieren, wir holen sie uns sowieso alle und es verändert ja, gut, es verändert das Grundspiel prinzipiell schon, aber es macht es nicht zu einem komplett anderen Spiel, es macht es nur zu einem Spiel mit mehr drin. Also brauchst du das Original eigentlich nicht mehr. Ja, es ist ja. Es macht es ja nicht zu einem komplett anderen Spiel, nur zu einem umfangreicheren. Gleichen, so zu sagen. Ja. Da hat sich unser Timo die Mod irgendwie nicht geholt und bei Keshi weiß ich jetzt gar nicht, ob es wirklich funktioniert. Ist ja sowieso momentan das erste Mal nicht da. Ja. Und so ergibt sich, dass wir selten die Möglichkeit hätten, theoretisch AOE zu spielen, weil ja, wenn der Timo zum Beispiel da ist und ich bin da, dann hat er die Mod-Version nicht und ich habe die Original-Version nicht mehr. Das ist dann nicht mehr kompatibel. Wenn der Timo mal nicht da ist, meistens sind Henne, Atmo und ich eigentlich in der Kombination immer irgendwie da. Zu dritt machen wir dann eigentlich eher irgendwas anderes. Ja. Gibt momentan auch echt viele Möglichkeiten, wobei wir jetzt langsam wieder über was Neues nachdenken müssen. Der Team hat da was ausgegraben. Das müssen wir mal ausprobieren, wenn die anderen da mitmachen wollen. Mal gucken. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Gut, das war mir halt gerade irgendwie eingefallen, weil da die AOE-Musik dudelte. War mir gerade eingefallen. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Rocket League haben wir ja auch mal wieder ausgegraben, da hat ja der Henne jetzt auch irgendwie mal wieder Spaß entwickelt.
Was ja dann auch mal wieder ganz witzig ist, das hatten wir jetzt auch lange nicht mehr. Das kann man ja dann mal wieder machen. Der Timo ist jetzt in letzter Zeit immer mal wieder da. Der hat jetzt sein Leben irgendwie so umgekrempelt, dass es jetzt wieder einigermaßen geregelt ist für seine Verhältnisse, wodurch er dann auch immer mal wieder auch abends Zeit hat. Aber dennoch kommt von ihm keine Meldung, was AIDA betrifft. Möglicherweise hat er es jetzt doch endgültig mal aufgegeben. Was denn? Ja, was ist das denn für ein Gedudel? Dieses Schaf. Dieses Pleder-Schaf. Sag mal, wie viel ist das denn hier noch? Eieiei. Ist aber auch ein sehr großer Block, den wir jetzt gerade hier zumachen. Und auch so ziemlich noch der größte Block, der noch über ist. Dann sind es eigentlich, also das ist jetzt wirklich hier noch unterhalb von Hogwarts, das letzte bisschen unter Hogwarts. Alles, was dann noch bleibt, ist eigentlich nur so Hangangleichen quasi. So. Krankheitsbild scheint sich gerade in irgendeiner Form zu entwickeln. In welcher verstehe ich gerade nicht so ganz, aber irgendwie tut sich da gerade was. Was ich prinzipiell gut finde. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben, also muss ich was tun, egal wie es sich tut, tut es das erstmal gut. Quasi. Also das Gefühl, es geht gerade ein bisschen in den Hals. Vielleicht liegt es auch an der Schwätzerei hier. So, das Minecraft-Problem. Man muss ja immer durchlabern, weil das, was man macht, ja. Deswegen, Minecraft hieß ja im Ursprung mal, ganz ursprünglich, dieses Spiel kann man nicht let's playen. Was ist da oben gemacht? Es ist die Desia. Regenrinne falsch rum. Was ist das eigentlich so dunkel da draußen? Ja, aber. Gronkh hat ja bewiesen, dass es sehr wohl geht, und zwar indem du einfach erzählst, erzählst, erzählst. Und am besten bei dem Ganzen auch noch so ein bisschen einfach ADHS hast, dass du einfach nicht bei der Sache bist und dich ständig ablenken lässt, wenn dir... Wo ist eigentlich das Schaf hin? Ach, da hinten. Ne, so. Dann geht das schon. Das geht nicht, wenn du da stehst. So. Dann geht's hier mal ein bisschen mit dem Boden an. So. Weil die Decke ist hier so hoch, dass ich da nicht drankomme von hier unten aus. Dann müssen wir den Boden mal ein bisschen erhöhen. Sonst kloppt das nicht. Nee. So konntest du nicht tun, konntest du nicht. So, die Steine reichen gerade diese Folge noch aus und dann sind wir langweilig genug gewesen. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt langsam dann immer wieder fit werde. Hoffe ich sowieso auch arbeitsbedingt, weil das so schon ein bisschen sehr nervig ist. Jetzt gerade fängt es wieder so ein bisschen an, im Ohr zu drücken. Aber im Moment ist so dieses Schwindelgefühl nicht da. Es kommt aber bei mir aber irgendwann so der Punkt, wo es anfängt, fürchterlich irgendwo innen im Ohr zu kitzeln. Miau, 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 miau. Das ist dann immer der Punkt, wo ich weiß, oh, jetzt löst sich der Müll langsam auf. Kurz gekitzelt hat es eben, aber es reicht noch nicht. Aber gut. Philosophiere ich hier wieder über meinen... Gesundheits... über meinen Körper. Lasst uns doch mal über meinen Körper reden. Ja, mein Körper kann auf
ein oder anderen auch unter Umständen erotisch wirken. Ja, wie hängt das zusammen? Das ist ein wenig hormonbedingt. Nun fragt sich der ein oder andere vielleicht, wie ist das? Gibt es da eine bestimmte Person, auf die er anspielt? Auf die sein Körper vielleicht erotisch wirken mag? Oder sage ich, nein, ich bin Gamer, ich kenne keine Frauen. Findet euch damit ab. Gibt's bei mir nicht. Brauchen wir auch nicht. Lenken nur vom Elementaren ab. Aber wie beim Vordenkerwölkchen, ne? Da findet er eine Frau und zack. Haben wir wieder den Salat. Eben noch, oh, wieder voll Bock auf AIDA und endlich geht's hier weiter. Und jetzt mache ich hier monatliche Updates hier, wo immer was groß passiert und wo wir jetzt richtig abgehen. Was er immer so für Ideen hat, ne? Und dann trifft er eine Frau. Und dann war es das eigentlich wieder gewesen. Dann brauchen wir auch eigentlich gar nicht mehr darauf hoffen, dass irgendwas passiert. Und wenn man ihn drauf anspricht, ah, ich habe halt Wichtigeres zu tun, hier haben wir bla bla und da muss man Prioritäten setzen und ich habe halt auch noch ein Leben. Nein, das geht nicht. Also du musst schon mal wissen, was du willst. Das, was wir hier machen mit YouTube und so und Gaming und Kram, das hat nichts mit Leben zu tun. Dann bist du einfach nicht geeignet. Du bist dann... Dann bist du kein Gaming-Mensch. Dann macht dir das vielleicht mal Spaß. Zwischendurch mal, aber... Das ist eine ganz andere Technik. Also so geht's nicht. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich und muss ich jetzt mal ein ernstes Wörtchen sagen. So geht's nicht. Na? Also wenn du hier Minecraft AIDA Projekt machen willst, ja. Wenn du damit hier auch groß angeben willst und hier Leute ziehen und hast du nicht gesehen und dann hier IBIMS1-Utuber, ne? Also ne, dann darfst du auch keine Frau haben. Das geht halt. So, die Decke kommt schon mal noch nicht dran, aber es ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. Dann machen wir die Ebene halt auch noch. Jo, wo ist dies denn? So, 2 Minuten haben wir noch, um 3 Stacks Cobblestone völlig sinnlos in die Gegend zu ballern. Das kriegen wir ja locker hin. Und dann waren wir jetzt wieder 2 Folgen langweilig. Das tut mir leid, aber ich sag mal, wenn man so ein bisschen Ruhe hat in seinem Leben und auch mal sich einfach mal... Ach, es regnet. Ich dachte gerade, gehört das jetzt zum Lied? Gehört das da jetzt rein oder ist ja Great Waterfalls oder was ist jetzt hier los? Da regnet's. So, the last stack. Ich stelle fest, dass es mir heute überraschend gehen. Mal davon abgesehen, dass es mir immer noch im Kopf hängt, dass ich das merke und dass es in der, dass das auch so ein bisschen in der Nase zieht, im Ohr kribbelt und sonst was. Eigentlich momentan Kreislauf, Magen und so, alles ganz gut mit. Trotzdem sollte ich es heute nicht übertreiben, damit es nicht wieder schlechter wird. Das wollen wir doch auch nicht, eh. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so komische, völlig sinnlose Schönheitskorrekturen mache. So, hier müssen wir noch einiges reinbuttern. Das machen wir aber dann auch wieder ein andermal. Da haben wir jetzt heute mal wieder ein bisschen was gemacht. Hier müssen wir halt noch ewig weit den Berg angleichen. Da werden wir halt auch noch mehr Erde brauchen ohne Ende.
was wir halt auch noch brauchen werden, ohne Ende, ist Holz. Also werden wir vielleicht eventuell in der nächsten Folge... Im Moment geht's ganz gut. Ich glaube, ich mache noch eine Folge. Ich glaube, solange es noch geht, mache ich noch eine. Eine Folge machen wir dann und werden wir hier noch ein bisschen Holz hacken. Und dann, weil Holz wert war, ganz, ganz viel brauchen, weil wir hier noch so viel einzurichten haben. Ich habe die Karte neben mir offen und da... Na, das ist halt auch wieder Kreativität verlangt. Das ist ekelhaft. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ist die Folge, die jetzt nach dieser kommt. Und genau, bis dahin. Tschüssi.